Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game, ja, da spiele ich Trinnamer im Jungle. Es handelt sich hier um mein Promo-Game zu Silber 1. Wurde ja auch mal wieder Zeit. So, es ging zuletzt auf jeden Fall sehr, sehr gut bergauf. Meisten Games davon mit Master Yi, ab und zu mal Xin, ab und zu mal Jax. Aber eigentlich zu 99% jetzt nur noch im Jungle unterwegs. Und das ist auch das, was ich kann. Und es funktioniert auch. Gut. Des Weiteren. Ja, zu sagen wäre, heute spiele ich Trinnamer mal mit Inbrunst der Schlacht. Ja. Okay. Des Weiteren bei mir im Team Akali auf der Toplane, Jace auf der Midlane. Dann Jinx als ADC und Nautilus Support. Im Gegnerteam haben wir einen Yasuo auf der Toplane. Oh, da bin ich mal sehr gespannt. Dann haben wir Galio im Jungle. Vladimir auf der Midlane, Xayah als ADC und Dr. Mundo Support. Okay. Da bin ich mal sehr gespannt hier bei dieser ganzen Zusammensetzung. Mal schauen. Oh, der tankt richtig schön für mich. Sehr schön. So, das hat bis dato schon alles sehr gut geklappt. Er baitet ihn mal ein bisschen. Obwohl, ich kann eigentlich hier weitermachen. Man sollte es natürlich auch richtig machen. Bin ich jetzt wie ein großer reingerannt. Oh, da ist der Galio. Bin zwar auch gleich da, aber ich brauche noch ein Stückchen länger. Damit. Okay. Aber das First Blood leider für die Gegner. Ach schön, dass Akali den Yasuo kriegt. Bin ich natürlich schon sehr früh zurück hier. Nehme ich auch nochmal einen Pink Ward mit. Wer hat ein First Blood gekriegt? Ah, Xayah. Ist natürlich nicht so schön. So, und ab zum Blue. Der Galio schon wieder da oben. Oh, du kommst mal mit hier in den Busch. Ist echt stark am Ganken.
So. Okay. So, runter zu den Vögeln. Ich werde nach Möglichkeit auch auf Stufe 6 und ein paar Items warten. Mal schauen, ob er sich vielleicht hier in meinem Jungle aufhält. Nein. So, Stufe 5. Wie ihr wünscht. Genau, erstmal hier worden. Ah, da ist er schon wieder. Okay. In die Schlacht. Ein Gegner wurde getötet. Jungs, haltet nach Möglichkeit ein bisschen durch. Ich bin halt noch nicht Stufe 6. Ei. Nee, komm. Ich gehe erstmal best zurück. Jinx schafft das hier auch alleine, ohne zu sterben. So. Und jetzt sieht das schon besser aus. Ab zum Red Buff. Jawohl, die Akali macht den Yasuo völlig nass da oben. 3-0 schon. Mitte hält sich natürlich auch gut. Eigentlich alles okay hier. So, und endlich Stufe 6 erreicht. Jawohl. Auch gut Job Mitte. Das sieht doch ganz gut aus für die Rückkehr zu Silber 1. Ja, okay. Jetzt. Haha, nice. Jetzt hat sie es aber schön verarscht da oben. Ich kann ganz in Ruhe jungeln.
Ninjas willen anscheinend nicht. Nehme ich ihn selber. Ist zwar jetzt drinnen mehr nicht wirklich nötig. Mein Pink steht hier immer noch. So, wie schaut das da oben aus? Sehr gut bis jetzt noch. Das wird ein Gemetzel. Geh nochmal hoch. Oh, dammit, haben die Gegner den Tor zuerst? So, aber ich habe sogar noch meine Assist für Yasuo gekriegt. Und ich baue natürlich volle Granate auf Damage. Ganz ohne Frage. Als erstes Item jetzt wahrscheinlich Stuckys Stich. Ja, genau in der Reihenfolge Stuckys. Klinge der Unendlichkeit, Klinge des gestürzten Königs. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen was Heal Reduce-mäßiges gegen die. Kannst ja sehr schön sehen. Folgt meiner Pläne. Wladimir, der heilt sich natürlich sehr stark gegen. Toll. Ich mach das echt bald alleine hier. Ich muss natürlich raus. Dammit. Dammit. Einfach zu weit behind. Kann man. Ja, Kali rockt, aber jetzt geht's auch drauf. Aber den Tower holen wir uns jetzt. Okay, keine Ahnung, warum ich jetzt so früh meine Ult gezündet habe.
Das sieht doch alles recht gut aus. Okay, hier müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Jo, lass zurückgehen. Spiele ich denn hier Supporter drin da mehr? 003. Aber die Akali 8-1. So, und erstmal backporten. Oh nein. Nee, das sind zu viele. In der Zwischenzeit noch mal ein bisschen. Jace kommt da ja eigentlich sehr gut klar. So. Nee, eigentlich genau ein bisschen weiter jungeln. Damit ich mir dann gleich Boots und Stuckies nach Möglichkeit holen kann. ...12-8 gerade mal an Kills. Weiß nicht, wer steht denn hier so schlecht? Na gut, für beides reicht es leider immer noch nicht. Dann ziehe ich, glaube ich, sogar Stuckies vor. Da kommt Galio. Jawohl. Oh, da geht es immer noch weiter. Slowen wir nochmal ein bisschen. Und ich habe meinen ersten Kill. Party People. Jace jungelt da lieber, anstatt den Tower mitzumachen. Das muss man jetzt auch nicht verstehen. Wie ihr wünscht. So. Okay, und ich wollte es gerade sagen, zurück in die Schlacht. Hat er mir die Worte aus dem Munde genommen. 17 zu 10 jetzt, 3-2 Tower, 1-0 Drakes. Na gut, Naughty 0-4, aber ansonsten stehen wir alle recht gut. Mr. Vlad. Doch, ist immer noch da.
Und den Drake machen. Double für mich. Und Geist. Zeit ist zu kurz von Baron. Würde ich sagen. Lieber die Lanes richtig reinpushen. In die Schlacht. Ich habe jetzt auch gar nicht drauf geachtet. Irgendwer hat mir da eben was geschrieben gehabt. Wollte ich gerne noch helfen. Okay. Mundo. Übermütig. Oh, nee, ich bin übermütig. Waren mit einmal drei bei mir. Nun gut. Aber gegen das Gegnerteam gehe ich doch zuerst auf Blade. Habe ich ja auch schon gleich komplett. Alleine wegen dem Mundo, wegen dem vielen Leben. So. Reicht immer noch nicht. Ja, so gut, die hab ich doch sonst in meinem Team. Ich bin euer Nice, nice. Ja, Mundo lebt wieder, Vlad lebt wieder. Lasse ich natürlich stehen. Und hoch auf die Top-Lane nochmal Split pushen. Ich weiß es nicht, wenn der Jace sich nicht bewegt, nehme ich einen Blue doch. Ah, jetzt kommt er. Naja, gut, egal. So, ui, was war mit meiner Maus los? Das wird ein Gemetzel.
Okay. So, da kriegt er einfach mal welche vom Kopf. Und da gehen wir mal richtig split pushen jetzt. Ja, da wieder keine Ult ab. Ah, 5-1-8. Scheinen alle da oben zu sein. Ja, hat die mich ein bisschen verplant? Soll mir recht sein. Aggro. Und wieder raus. Lol. Ah doch, Galio ist wieder da. So, ich kann Drag machen. Ein Tor fällt leider noch nicht. So, wollen wir mal gucken. Ich weiß es gar nicht, was kostet denn das? 3-4. Muss ich noch ein bisschen sangeln. So, reicht fast. Aber ich glaube, da muss ich nochmal schnell... mit in den Teamfight. So. Ne, beenden wird noch nicht ganz. Könnte aber auch sein, dass sie es rendern. Würde ich ihnen vielleicht sogar empfehlen. Nee, machen sie nicht. Oder wollen wir Ben? Na gut, können wir auch Ben. Oder das Team. Mal sehen, ob ich ihn alleine schaffe. Das ging auch easy alleine. Ja, ich bin echt froh, dass ich die Akali dabei hatte.
Selbst stehe ich natürlich auch 819. Lässt sich auch sehen. Drei. Drei Schläge waren das, glaube ich. So. Ich pushe einfach die Botlane rein. Und versuche die Sache auf meine Art zu beenden. Mal gucken. Okay. Okay. Viere nochmal geholt. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ram.